Leute, Jerry hier von der Tankstelle am Rand der Stadt und das stolze neueste Mitglied im Team. Die Besitzer waren so beeindruckt davon, dass ich es geschafft hatte, mehrere Tage im Laden zu verbringen, ohne diesen zu verlassen oder wahnsinnig zu werden, dass sie mir eine Vollzeitstelle angeboten haben, solange bis sich der sonstige Angestellte von seiner Verletzung am Bein erholt hat. Einen frohen Montag euch allen! Der Typ hat mich gebeten, ihm einen kleinen Gefallen zu tun, damit er sich ein wenig ausruhen und entspannen kann. Er gab mir das Passwort für seinen Laptop und eine detaillierte Anweisung, um euch seine Tagebucheinträge von letzter Woche vorzutragen. Im Gegenzug willigt er ein, mich nach seiner Rückkehr als Vollzeitassistenten zu behalten. Und außerdem lerne ich so aus erster Hand, was ich von dem Job hier zu erwarten habe. Und er kann sein kleines, komisches Vlog-Ding weiterführen. Also, wenn das nicht eine Win-Win-Situation ist, dann weiß ich auch nicht. Weil ich ehrlich bin, ist das wahrscheinlich sowieso das Beste, was im Moment passieren konnte. Seit das Programm der mathematischen Gemeinschaft auf mysteriöse Weise aufgelöst wurde, fühle ich mich sehr allein und verwundbar. Ich habe seitdem Gewicht verloren und habe Probleme einzuschlafen. Und wenn ich es einmal schaffe, träume ich immer den gleichen komischen Scheiß von irgendeinem riesigen Wesen, welches Steve oder der Tankstelle darauf wartet, uns alle zu fressen. Ich meine, es ist offensichtlich, dass ihnen ein Fehler unterlaufen ist und sie mich übersehen haben, richtig? Wenn irgendjemand meiner Brüder und Schwestern da draußen ist und das hier hört, dann bitte ich euch, meldet euch, verdammt, sagt den Ältesten, dass sie mich vergessen haben. Ich bin nicht sauer oder sowas. Ich vermisse euch doch. Ich liebe euch, Leute. Bevor ich anfange, sollte ich erwähnen, dass ein paar Typen in Anzügen hier aufgekreuzt sind und mich gebeten haben, dass, wenn wir hiermit schon weitermachen, ich doch eine öffentliche Ankündigung machen solle. Also, wenn es noch jemanden da draußen gibt, der die Geschichte über das, was hier an Halloween passiert ist, gehört hat, dann wartet nicht, bis die Symptome beginnen, sondern geht direkt in die nächste Notaufnahme oder ruft das Seuchenkontrollzentrum an und sagt ihnen, dass sie an den Auswirkungen von Romald-Syndrom leidet. Wie auch immer, zurück zum Tagebuch. Ich werde mein Bestes geben, aber die Handschrift des Typens ist schrecklich. Naja, hier sind also die Teile, die ich entziffern konnte. 7. November 2017, 19 Uhr. Der Mann im Trenchcoat stand heute wieder draußen, als ich den Müll rausgebracht habe. Ich weiß nicht, warum er immer meinen Laden besucht oder warum ich bisher noch keinen guten Blick auf ihn werfen konnte. Diesmal stand er an der Baumgrenze hinter den Müllcontainern und starrte, wie immer. Diese Nacht starrte ich zurück. Sein Kiefer fing in der Mitte seines Gesichts an, auf der Höhe, wo seine Nase sein sollte. Die Mundwinkel waren zu den Ohren gezogen und offenbarten ein skeletales Grinsen. Seine kleinen, milchig weißen Augen sahen aus wie kleine Perlen, die sich hinter einem Vorhang aus öligen, schwarzen Haaren versteckten, der bis zu den Wangenknochen hinunterhing. Sein unglaublich breiter Mund halbierte den Kopf, oben fettige Haare, unten nasse Haut. Sabba, nehme ich an. Wir standen da etwa 5 Meter auseinander, starrten uns an für 10 Sekunden oder vielleicht auch für 10 Minuten, bis sich schließlich der Mann im Trenchcoat endlich wegdrehte. Er beugte seine Beine komisch, sodass man das als normaler Mensch nicht nachmachen könnte. Er ging auf alle Vieren und galoppierte dann fort in den Wald. Ich weiß nicht, ob das letzte Mal war, als ich den Mann im Trenchcoat gesehen habe. Heilige Scheiße, habt ihr das gehört? Alter, der abgedrehte Scheiße. Sorry, ich bin's nochmal, Jerry. Keine Sorge, ich werde mich mit den Kommentieren ab sofort zurückhalten, aber ich musste einfach etwas sagen. Gott, nicht wahr? Das ist echt eine komische Sache. Ich meine, ich erinnere mich daran, dass er mir vor ein paar Wochen gesagt hat, ich soll rausgehen und mit einem Mann im Trenchcoat reden. Bin ich froh, dass ich das nicht gemacht habe. Was zur Hölle? Okay, das war's. Bin fertig. Zurück zu den Notizen. Die nächste Seite ist voll mit Blut und nicht mehr lesbar. Deswegen muss ich den Timer überspringen. Hunderte über Hunderte von denen. Sie hatte noch nie so viel an einem Ort gesehen. Nicht einmal in ihren Träumen. Bevor sie ging, sagte sie mir, dass sie mich wiedersehen würde. Sollte das eine Warnung sein oder ein Flirtversuch? 3.23 Uhr. Die Nacht ist ruhiger, als ich es gewohnt bin. Das Paket von gestern Nachmittag steht noch auf dem Tresen, wo ich es liegen gelassen habe.
Der Aufkleber sagt, es ist für mich mit einer Absenderadresse, die ich nicht kenne. Das rechteckige Teil ist wie ein Weihnachtsgeschenk verpackt, mit roten und gelben Bändern. Es fühlt sich einigermaßen schwer an. Ich würde ja sagen, es hat genau die richtige Größe für eine tote Katze. Ich kann mir eigentlich keinen wirklichen Grund vorstellen, warum ich das Paket nicht öffnen sollte, aber irgendetwas hinten in meinem Kopf sagt mir, dass das gleichbedeutend mit dem Öffnen der Büchse der Pandora wäre. Ja, dass der Inhalt dieses kleinen Pakets den Lauf meines Lebens unwiderruflich in einer Weise verändern wird, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Ich werde das Gefühl nicht los, dass diese Büchse voller Schmetterlinge ist, die allesamt bereit dazu sind, Tsunamis zu erzeugen, und ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich dafür bereit bin. Ich glaube, ich werde Marlboro beibringen, wie man den Getränkeautomaten reinigt. 3.47 Uhr. Marlboro liegt bewusstlos in einer Hängematte in der Vorratskammer. Ich glaube, er hat die Flasche alleine leer gemacht. Ich werde den Getränkeautomaten nur selbst putzen. 5.45 Uhr. Die Handpflanzen wachsen schneller, als ich erwartet hatte. Die Ellenbogen sind schon draußen. Man sieht schon fast die Schultern. Ich konnte beobachten, wie die Pflanzen einen Kojoten gefangen hatten, der ihnen aus Neugier zu nahe gekommen war. Es war kein schöner Anblick. Ich habe außerdem bemerkt, dass Rocco noch am Leben ist. Ich habe gesehen, wie er auf dem Dach sitzend Essen auf das Handpflanzenfeld warf. Deswegen wachsen die so schnell. Sie essen viel zu viel. Wenn das außer Kontrolle gerät, muss ich dieses Feld vielleicht genauso wie das andere abfackeln. Ich will nicht. Es läuft mir immer eine kalte Rücken runter, wenn ich ihre Schreie höre. 7.30 Uhr. Carlos kam zu seiner Frühschicht und sah ziemlich durch aus. Er nahm sich einen Kaffee und meinte, dass er nicht so gut geschlafen hatte. Die Albträume haben ihn von einer erholsamen Nacht abgehalten. Ich frage mich, ob ich Carlos von meinem Zustand erzählen soll. Er hat gefragt, was es mit dem auf dem Tresen liegenden Geschenk auf sich hat. Ich sagte ihm, dass es gestern mit der Post kam und ich wusste nicht, von wem es war. Er fragte, ob ich es öffnen würde und ich sagte ihm, dass ich ein schlechtes Gefühl dabei habe und dass ich es ziemlich sicher nicht öffnen werde. 10 Uhr. Ich habe das Paket geöffnet. Ohne großes Brimborium habe ich einen nagelneuen Laptop darin gefunden. Ich habe noch nie einen eigenen Laptop gehabt und der einzige Computer, den ich je hatte, war ein kleiner, beschissener Tandy 1000, den ich als Kind selbst zusammengebaut hatte. Ich habe sonst eigentlich immer den Computer in der Bücherei oder den Browser auf meinem Handy benutzt, um ins Internet zu kommen. Das hier könnte eine richtige Wende sein. Es waren außerdem noch ein Signalwiederholer und einige anderer technischer Krimskrams im Paket. Ich weiß, dass das verrückt klingt. Aber ich glaube, dass ich jetzt in der Lage bin, von der Tankstelle aus auf das Internet zugreifen zu können. Da war außerdem eine handschriftliche Notiz am Boden des Pakets. Hallo! Ich habe einen Kommentar auf deiner Seite hinterlassen. Es gibt etwas, das ich dir erzählen will. Ich genieße es, deine Geschichten zu lesen, aber ich denke, wenn du dich wirklich hinsetzt und eine Geschichte nach der anderen aufschreibst, wirst du viel mehr Upvotes bekommen. Die Geschichten sind schon sehr gut und ich möchte nicht andeuten, dass sie schlecht wären, aber so wie es momentan ist, wirkt es einfach nur nach ein paar halben, nicht fertigen Storys, die du da zusammenschmeißt. Ich glaube, du wärst super darin, tatsächlich mal eine Geschichte komplett aufzuschreiben. Ich wette, du würdest eine Menge Upvotes und Aufmerksamkeit bekommen. So wie es jetzt ist, ist es etwas verwirrend. Vielleicht fängst du einfach damit an, wie du dort angefangen hast und arbeitest dich dann von da an weiter vor. Ich wette, das wäre ziemlich geil. Es ist super packend, aber auch verwirrend. Man merkt, dass du eine Ader fürs Schreiben hast, aber ich dachte, meine Vorschläge könnten helfen. Bitte nimm es mir nicht übel. Das ist nur etwas, das mir aufgefallen ist. Hoffe, dir geht es sonst gut. Super. Ein anderer meiner Leser hat mich aufgespürt. Ich werde herausfinden müssen, wie die Leute mich immer wieder finden und dem ein Ende setzen. Danke für den Laptop, wer auch immer du bist. Ich werde ihn auf jeden Fall behalten. 10.15 Uhr. Ich habe die Wi-Fi-Karte eingeschaltet und dabei ist mir aufgefallen, dass es aus irgendeinem Grund Dutzende von gesicherten Netzwerken rund um die Tankstelle gibt, von denen die meisten 4 oder 5 Balken haben. Die Namen für die Netzwerke sind alle Kauderwelsch, wie zum Beispiel 1E7G7C7TA11GUY23331324. Wer zur Hölle bietet hier draußen WLAN an? 11 Uhr. Vor ein paar Stunden kam ein Mann in den Laden, um einen Benzinkanister zu kaufen. Ich habe mir erst nicht viel dabei gedacht, aber dann kam er zurück und fragte uns, ob wir ihm bei etwas weiter runter die Straße helfen könnten. Ich habe nie seinen Namen erfahren, er war ein großer Kerl, gebräunte Haut und ein dichter Bart. Er meint, er hätte Probleme mit dem Auto. Ich habe ihm gesagt, dass ich mich nicht wirklich mit Autos auskenne, aber er bestand darauf, dass er niemanden brauche, der Ahnung von Autos hat, sondern jemanden, der ihm bestätigt, was er sieht.
Marlboro stimmte zu, auf die Kasse aufzupassen, während Carlos und ich dem bärtigen Mann den Hügel hinunter und um die Kurve folgten. Es war nahe an der Stelle, wo Carlos das Ding im Wald gesehen hatte. Er konnte sich nicht daran erinnern, was in der Nacht passiert war. Nachdem wir die ganze Sache mit Spencer Middleton abgehakt hatten und die Dinge wieder ihren normalen Gang nahmen, habe ich Carlos gefragt, was er denn in den Wäldern gesehen hat, dass ihn so panisch hat weglaufen lassen. Er hat nur mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, dass er es nicht weiß. Der Verstand hat schon so seine Eigenarten und auf Erinnerungen ist auch nicht immer Verlass. Mir ist da bewusst geworden, dass ich nicht der Einzige an der Tankstelle bin, der versucht zu vergessen Geschichten hat. Das Auto des Mannes stand am Straßenrand, nahe der Stelle, an der auch Kiefers SUV kaputt gegangen war. Also, mein Auto hat angefangen, sich komisch zu verhalten, fing der Kerl an zu reden, als wir uns seinem Auto näherten. Ich habe mich gefragt, warum wir die ganze Strecke hergelaufen sind, wenn unser eigenes Auto ziemlich praktisch gewesen wäre im Fall einer leeren Autobatterie oder eines zufälligen Bärenangriffs. Der Kerl fuhr fort. Ich bin an den Straßenrand gefahren, als die ganze Elektronik plötzlich verrückt gespielt hat. Ich habe den Motor ausgemacht und als ich versucht habe, ihn wieder zu starten, nada. Man konnte inzwischen sehen, dass die Motorhaube offen war. Der Mann fuhr einen großen schwarzen SUV, der dem vom Kiefer ähnelte, wenn auch neuer und glänzender. Ich verstehe nicht, was daran so komisch ist. Wir müssen einfach einen Abschleppdienst rufen, oder? Der Mann fiel Carlos ins Wort. Ziemlich unhöflich, wie ich hinzufügen möchte. Ja, ich habe die Motorhaube aufgemacht, alles sah in Ordnung aus. Dachte, es bräuchte nur etwas Benzin, also ging ich zur Tanke. Als ich zurückkam, sah ich das da. Wir umrundeten das Auto und sahen dann, was das da war. Eine kleine Eiche, vielleicht 4 oder 5 Jahre alt, wuchs aus dem Boden durch den Motorraum und war mindestens 3 Meter hoch. Der Stamm des Baums hat einen guten Teil des Motors verschluckt und so wie das Ganze aussah, stand das Auto bereits mehrere Jahre dort. Interessant, sagte ich. Und du bist sicher, dass das nicht da war, als du losgefahren bist? Bevor er antworten konnte, drehte er seinen Kopf und schaute in den Wald. Habt ihr das auch gehört? Fragte er. Wir standen ruhig da und lauschten, aber ich konnte nichts hören. Nein, antwortete ich. Carlos zuckte mit den Achseln. Wisst ihr, was ein Anglerfisch ist? Fragte der bärtige Mann, als er zu seiner Hintertür ging und sie öffnete. Ja schon, antwortete ich. Der bärtige Mann zog ein Geheimfach unter der Rückbank hervor und holte ein großes Automatikgewehr heraus. Ich kenne mich ja nicht so mit Waffen aus und kann euch leider nichts Genaueres sagen, aber sie war groß, beeindruckend und sah cool aus. Der Kerl checkte das Magazin, es machte Klick an der Waffe, vermutlich die Sicherung, wie gesagt, kein Waffennarr, aber es hörte sich ziemlich cool an. Carlos legte eine Hand auf meine Schulter, ging langsam rückwärts weg von dem Typen mit der Waffe und zog mich dabei mit. Aber der Mann schien sich kein bisschen um uns zu kümmern. Er konzentrierte sich auf das, was er da im Wald hörte. Aber wenn ich recht habe, habt ihr Jungs einen Anglerfisch in den Wäldern. Er sendet da was aus, um mich anzulocken. Es macht das, dass ich denke, dass ich Dinge höre, die ich nicht höre. Und wenn ich dann nach den Dingen schauen gehe, BAM! Greift's an. Oh, wie eine Sirene? Fragte ich. Der Mann sah mich mit einem Grinsen an und sagte, ja, wie eine Sirene. Vielleicht wollt ihr hier weg. Das könnte gefährlich werden. Macht euch keine Sorgen um mich. Ich habe mich schon häufiger mit solchen Sachen angelegt. Ich pack das. Der Mann hob seine Waffe und marschierte in den Wald, während Carlos und ich zurück zur Tankstelle gingen. 14 Uhr. Es ist Zeit für mich nach Hause zu gehen. Ich habe den Laptop noch nicht benutzt, aber vielleicht fange ich morgen an, diese Tagebücher abzutippen. 8. November, 18 Uhr. Es wird inzwischen so früh dunkel. Ich bemerkte, dass der Geländewagen des bärtigen Mannes immer noch am Fuße des Hügels steht, mit dem Baum, der durch ihn hindurch wächst. Ich glaube, es ist kein gutes Zeichen. 11 Uhr. Ich habe den Rest der Anpflanzung verbrannt. Ich weiß endlich, was los ist. Vor längerer Zeit bemerkte ich etwas, was wie seltsame Pilze aussah, die an einer Stelle in der Nähe der Müllcontainer hinter der Tankstelle wuchsen. Ich habe nicht viel darüber nachgedacht, außer, dass es seltsam war, dass Roccos Bande sich nicht an sie herantraut. Als ich genauer hingeschaut habe, hätte ich schwören können, dass sie aussahen wie kleine Finger, die aus dem Boden ragten. Je wärmer das Wetter wurde, desto länger wurden die Pilze, die immer mehr menschlichen Fingern ähnelten. Ich schwöre, dass sie sogar anfingen, Fingernägel zu bekommen. Manchmal konnte ich beobachten, wie sich die Glieder bewegten, um zum Beispiel einen Käfer zu zerquetschen, der ihnen zu nahe gekommen war. Schließlich begannen den Pilzen Blätter zu sprießen und die Fingerpartien streckten sich weiter auseinander und bildeten etwas, das man nur als Hände bezeichnen kann. Menschliche Hände, die sich tagsüber zu Fäusten zusammenballten und sich im Mondlicht öffneten. Ich habe eine ausgegraben, als man nicht viel los war und Farmer Junior angerufen, um ihn nach seiner professionellen Meinung zu fragen. Für das ungeübte Auge sah die Handpflanze wie eine normale menschliche Hand aus. Kleiner als die eines Erwachsenen, aber größer als die eines Kindes. Vielleicht Teenagergröße.
Am Handgelenk ging sie in eine knorrige Wurzel über, die nach Sassafras roch und überall sprießten kleine Blätter. Farmer Junior war dann eine Weile an der Tankstelle und fragte mich, ob wir noch mehr von diesen Dingen hätten. Ich log und sagte nein. Ich fragte die Besitzer, was ich in der Sache unternehmen sollte. Sie überlegten sich für ein paar Tage und sagten mir dann, ich solle sie behalten. Ich glaube, sie erwarteten, dass sie irgendwie etwas Geld damit verdienen könnten, aber schließlich vergaßen sie alle, dass die Pflanzen überhaupt dort waren. Alle außer mir. Und Farmer Junior natürlich. Ich dachte gerade an den bärtigen Mann, als ich das erste Mal das Geräusch eines weinenden Babys von irgendwo draußen hörte. Ich war allein im Land und mein erster Gedanke war nicht, das Heldenhafte zu tun, was die meisten Leute vermutlich tun würden. Nach draußen zu rennen, um nach dem armen Baby zu sehen. Nein, mein erster Gedanke war vorsichtiger und rational. Ich fragte mich, wie zur Hölle ein Baby nach hier draußen gekommen ist, ohne dass man das davor mitbekommen hätte. Etwas stimmte nicht. Die Schreie, die von der Baumgrenze zu kommen schienen, wurden immer lauter und verzweifelter. Ich habe mich nach Marlboro umgesehen, konnte ihn aber nirgends finden. Wenn ich also diese Waldbaby-Sache auf den Grund gehen wollte, müsste ich das alleine machen. Ich erinnerte mich an den bärtigen Mann, der den Sirenenruf von dem Ding gehört hatte, dass er einen Anglerfisch nannte. Ich erinnerte mich an das Knirschen, das Carlos gehört hatte, und an Strega. Außerdem glaubte absolut kein Teil von mir, dass es sicher wäre, wenn ich in den Wald gehen würde oder dass da draußen wirklich ein Baby weinte. Aber was, wenn doch? Ich nahm meine Taschenlampe und ging durch die Hintertür raus. Das Weinen schien sich tiefer in den Wald zu bewegen, schnell, als ob das weinende Baby von etwas weggetragen würde, das nicht anhalten und sich um Bäume oder andere Hindernisse herumbewegen musste. Ich ging in den Wald und anscheinend gerade weit genug, um das zu finden, mit dem ich am wenigsten gerechnet hätte. Es scheint, dass sich die Pflanzen ein kleines bisschen weiter ausgebreitet haben als den kleinen Flecken neben der Tankstelle. Die Pflanzen, die ich beobachtet und verbrannt hatte, wenn sie zu aggressiv wurden, waren wohl nicht so unter meiner Kontrolle, wie ich es vorher geglaubt hatte. Hier draußen, nur ein paar Schritte in den Wald hinein, war eine Handpflanze, die ich übersehen hatte. Eine, die ich nie zurückgeschnitten, gepflückt oder verbrannt hatte. Die frei darin war, so groß zu werden, wie sie wollte. Hier draußen war eine Handpflanze, die so groß war, dass sie umgefallen war. Schulter, Kopf, Torso, Hüfte und Beine sind ihr gewachsen. Da draußen lag zusammengekaut ein menschlicher Körper, der von kleinen Blättern bedeckt war und durch dicke braune Wurzeln mit dem Erdreich verbunden war. Und wisst ihr, was das Seltsamste daran war? Es war ein Körper, den ich kannte. Der Körper, die ausgewachsene Handpflanze, war der von Kiefer. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, aber ich habe ihn angefasst. Vielleicht wollte ich einfach nur sicher gehen, dass er tatsächlich da war. Als ob das Berühren das beweisen oder widerlegen könnte. Als ich ihn also berührte, machte er die Augen auf und lächelte. Er konnte sich nicht bewegen, die Wurzeln hielten ihn an Ort und Stelle. Aber diese Kieferpflanze konnte sprechen. Also sprach er. Wir waren für über eine Stunde da draußen und redeten. Ich kann jetzt nicht auf alles eingehen, was die Kieferpflanze erzählt hat, aber eine Sache ist wichtig. Irgendetwas ist da, unter der Tankstelle. Etwas Großes und Mächtiges. Etwas, das einen Plan hat, und ich habe über die Jahre in der Furzwolke dieses dunklen Gottes gearbeitet. Ich habe mich ja besonders schlecht gefühlt, die ausgewachsene Kieferpflanze anzuzünden, nachdem ich auch die restlichen Handpflanzen niedergebrannt hatte. Aber mal ganz ehrlich, was hätte ich denn sonst machen sollen? Als ich zur Tankstelle zurückkam, wartete dort Spencer auf mich. Er wusste, dass ich Bescheid wusste, und ich wusste, dass er es wusste. Ich erwartete deshalb schon halber, was als nächstes auf mich zukam. Aber nicht, dass er so viel Spaß dabei haben würde. Spencer schloss die Vordertür ab, um mir dann die Scheiße aus dem Leib zu prügeln. Ich würde ja gern sagen, dass ich es auch geschafft habe, ein paar gute Treffer unterzubringen. Aber das wäre eine fette Lüge. Ich glaube, ich habe es nicht geschafft, ihm auch nur ein Haar zu krümmen. Wobei, immerhin sehen seine Fingerknöchel dank meines Gesichts ziemlich mitgenommen aus. Immerhin etwas. Spencer schleppte mich durch die Tankstelle zum Flur vorbei, an den Toiletten und der Gefrierkammer, bis zu dieser großen, seltsamen Tür, die mir vor erst ein paar Wochen aufgefallen war. Wenn ich die Fähigkeit besitzen würde, das Bewusstsein zu verlieren, wäre ich vermutlich inzwischen bestimmt ohnmächtig gewesen. »Warum tust du das?«, fragte ich, während er dreimal an die Tür klopfte. Da war ein Geräusch von der anderen Seite und dann rief Spencer, »Mach auf, ich bin's!« Die Tür ging knarrend auf und Spencer schleppte mich in einen Raum, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Er sah aus wie ein altes Büro,
Es gab einen Schreibtisch, der neben einer Wand aus Monitoren stand, auf denen waren Aufnahmen von Überwachungskameras von der ganzen Tankstelle und Umgebung zu sehen. Aufnahmen von Überwachungskameras, von denen ich nicht mal wusste, dass sie existierten. In der Mitte des Raumes war ein großes Loch, das aussah, als hätte man es mit einem Haufen Presslufthammern in den Boden geschlagen. Es ist Zeit für dich, meinen Chef zu treffen, sagte Spencer, als er mich an den Rand des Lochs schleppte. Kiefer? Sagte ich, worüber Spencer herzlich lachte. Nein, nicht Kiefer. Mein Chef hat Kiefer nach hier draußen geschickt und mich angeheuert, auf ihn aufzupassen. Mein Chef ist eine wesentlich größere Nummer als irgendein debiler Politiker. Ich hatte halb erwartet, dass Spencer jetzt damit anfangen würde, seinen klischeehaften Schurkenmonolog zu geben, aber stattdessen hat er mich spartamäßig in dieses Loch getreten. Ich glaube, mein Bein ist gebrochen. Zumindest vermute ich, dass der herausschauende Knochen das impliziert. Aber was weiß ich schon, ich bin ja kein Arzt. Und ich würde mir jetzt auch eigentlich ernsthaft Sorgen machen, aber ich habe es geschafft, Spencers Handy in den ganzen Gerangel zu klauen. Und wie zu erwarten war, hat Spencer den gleichen Netzbetreiber wie Kiefer, was heißt, dass er hier draußen auf wundersame Weise Empfang hat. Ich habe Tom unter seiner Durchwahl angerufen, also sollte er bald da sein, da bin ich mir sicher. Und bis er hier auftaucht, kann ich an meinem Tagebuch weiterschreiben. Irgendjemand hat den Laptop gerade zu mir ins Loch geschmissen. Vielleicht war es Spencer? Denkt er vielleicht, dass ich tot bin? Vielleicht bin ich das ja. Wie gesagt, ich bin kein Arzt. Wer auch immer es war, ich habe zumindest das Geräusch von Sporen gehört, die gegen die Fliesen klapperten, als er davonging. Ich schätze, ich werde das Ding hier hochfahren und anfangen, mein Tagebuch abzuschreiben, bevor es zu spät ist. Okay, das war der letzte seiner Einträge. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wo nur war Jerry, als Spencer den armen alten Jack verprügelt hat? Naja, ich war in der Stadt, um ins Kino zu gehen. Ja, Thor Ragnarök. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, auf was wartet ihr noch? Er war ziemlich geil. Schätze, ich hatte Glück, dass ich unterwegs war, ansonsten hätte mich dieser Spencer-Typ vielleicht auch mit ins Loch geschmissen. Ich war derjenige, der Jack gefunden hat. Als ich zur Tankstelle zurückkam, war keine Menschenseele da, also habe ich angefangen zu suchen, bis ich die Tür am Ende des Gangs bemerkt habe. Sie war leicht angelehnt. Und ich habe eine ziemlich schlecht zusammengebaute Bombe unter der Kasse gefunden. Hat nicht lange gedauert, sie zu entschärfen. Ihr könnt den Pflichtkursen im Bombenbau bei den Mathematisten danken. Keine große Sache, nur mal wieder meine heldenhafte Wenigkeit. Ich bat Carlos, mir zu helfen, Jack aus dem Loch zu holen, und dann brachte Carlos ihn für ein paar Tage an einen nicht näher genannten Ort, bis sein Bein geheilt ist. Er bekommt seinen Laptop wieder, wenn er zurück ist. Bis dahin sind es nur ich, Carlos und die Waschbären. Wie beendet Jack diese Sachen immer? Oh, ja. Richtig. Fortsetzung folgt. Edit. Ich habe mich beim Graben erwischt.